Hallo Welt, da sind wir wieder. Ja, da wollte ich doch in der letzten Folge schon losrennen, ohne etwas gegessen zu haben. Wir müssen noch essen und trinken müssen wir doch erst. Essen. Und was habe ich gesagt in der letzten Folge? Wir gehen zum Baum. Ich denke mal, das ist ein Baum. Das ist ein Gebüsch, ein Busch, eine Hecke ist das. Da wollen wir hin. Das ist unser Ziel. Und ich denke mal, unterwegs werden wir nicht auf viele Ameisen treffen. Deswegen... Was ist denn hier passiert? Sie hat das ja aus Ameisenleder gemacht. Das Band. Oh, das ist cool. Vielleicht kann man ranzoomen? Nee, kann man nicht. Das ist ja schön. Vielleicht kann man die kombinieren irgendwann. Aus Ameisenteile so eine Bandage machen, damit man stärker wird und die Ameisen einen trotzdem noch mögen. Das wäre ja schon schön. Was ist das? Haben wir... Oh, du... Noch mehr? Kommt her. Wir haben noch Platz im Inventar für ein bisschen Pfeilzeug. Noch eine? Spinnmilbe? Da! So. Raw Science Punkte haben wir doch kaum mehr. Die haut ab. Spinnenkleidung sollten wir mal machen. Ne, die kommt auf uns zu. Oh, oh, ich wollte hier drauf. Kann man gar nicht. Wie, kann man hier durch? Gucken? Nee. Könnte es sein, dass auf dem Eimer irgendetwas ist für uns? Scheint fast so, oder? Kommt man denn da rauf überhaupt irgendwo? Kann man da hochspringen, klettern? Ich vermute mal, entweder auf dem Eimer oder unter dem Eimer. Oh nein. Ja, und hier steht auch so eine Pflanze extra, wahrscheinlich zum Bauen, damit man da raufkommt, oder? Vielleicht ist da drüben auch noch irgendwie ein Spinnennest oder so. Ist das hier ein Ameisenbau? Nein, das ist einfach nur so ein Hügel. Da sind aber einige Spinnen. Ja, aber unser Inventar ist voll. Wir sollten uns... Nein, wir sollten uns nicht mit denen anlegen. Nein, nein. Unser Inventar ist doch voll. Oh, Würstchen und Apfel, beide nebeneinander. Gesund, gesund. Markierung ist gesetzt. Ja, okay. Stück für Stück. Oh, wir können sogar noch eins bauen.
die Raw Science Punkte da, die wollen mir jetzt nicht aus dem Kopf. Na, egal. Wir können ja eh nichts mehr einsammeln, von daher ist's egal. Fusseln! Eine dicke Wolfsspinne war doch hier auch schon mal. Da ist die Hecke. Da wollen wir hin. Oh, der Marienkäfer. Legt sich an mit dem Bombardierungskäfer. Nicht gut. Aua. Der hat gesessen. Wow. Ja. Können wir sowieso nicht mitnehmen, die Teile, oder? Hoffentlich war das kein Freund vom Marienkäfer hier. Streiten die sich? Streiten sich zwei, freut sich der Dritte. Was macht ihr denn da? I've had worse, I guess. Wir können nichts wegwerfen. Macht das eh schon weg? Nö, da ist es. Ach so, das können wir doch noch. Konnten wir doch noch mitnehmen. Toll. Was macht ihr denn da? Also Blattläuse. Ich weiß, Marienkäfer essen Blattläuse. Und wenn wir schon mal hier sind, hacken wir auch gleich hier diese Dinger. Zwei Stück stehen hier rum. Wow, ich war's nicht. Ach, wisst ihr was? Wir sind gerade mal in der Nähe, der Tag ist noch jung. Wir haben unsere Arbeitskluft an. Machen wir doch da drüben mal das Ding fit. Was ist denn? Marienkäfer. Marienkäfer finde ich gut. Das Ding fit machen, habe ich gedacht. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo das Ding ist. Nicht, dass du uns angreifst. Wir haben dir nichts getan. Wir sind klein. Unser Herz ist rein. Soll jemand drin wohnen? Das habe ich mir nämlich gedacht. Sonst wird das hier nie was mit dem Wasser zwischendurch. Ja, passt doch so schon mal. Jetzt haben wir aber die ganzen Sachen unterwegs schon verbraucht. Die ganzen nicht. Wir haben was Neues mitgebracht. Nochmal. Noch mehr Beine.
Oh, so dicht alles. Sollen wir die mitnehmen? Noch so ein schon wieder der Bombardierungskäfer? Ja, das machen wir doch nicht normal mit, oder? Kann man sich hier den ganzen Tag aufhalten? Ja, die waren zu zweit hier an der Stelle. Das war ja das Kritische hier. Ach was. Ach so. Einfach nur ein Durchgang. Ich möchte durch die Höhle. Ah, gruselige Höhle. Ah, ich verstehe. Okay, einmal gegruselt. Weiter geht's. Oh, ein Apfel. Oh. Früchte. Beeren. Da ist der Aufstieg. Käfer! Hier müssen wir auch unbedingt was bauen. Das ist so schön hier. Kaum Baumaterial hier. Da ist ja doch eine Ameise. Prima, der Sessel ist fertig. Jammelfleisch. Legen wir das erstmal hier rein, ja? War das eine gute Idee oder kicken wir das jetzt hier rum? Wir kicken es jetzt hier rum. Was machen wir denn mit diesem Sessel jetzt? Kann man sich da hinsetzen, ausruhen und dann geht die Energie wieder auf? Geht's wieder bergauf mit der Energie? Nee, macht gar nichts irgendwie. Oh ja, hier haben wir wahrscheinlich schon das hergeholt, was wir hier brauchen. Wir brauchen noch nur zwei von diesen Dingern hier, meine ich. Ach so, da lassen wir lieber ein paar hier. Dann haben wir hier wieder einen Platz frei. Steine finden wir hier nicht so gut. Ja, dann nehmen wir doch davon ein paar mit. Lassen wir Spinnenweben hier zum Reparieren des Bogens? Oder lassen wir lieber... Ach so, ja, Wasser brauchen wir sowieso überall. Ja, aber diese Steine... Da unten sind doch Steine. Ja, aber die meine ich doch nicht. Müssen wir ein bisschen hier so hinbauen, zum Beispiel. Das Wasserding. Oder aufs Kabel. Uff! Ist doch keine Panik. Wir haben doch unser Gleiter. Kann doch nichts passieren. Kann man hier rauf? Wohl nicht. Das ist gut. Zwei Pfeile und die Frucht ist unser. Das gefällt mir doch wieder. Und schon liegen hier überall Pfeile von uns rum. Oh, ein Pfeillager. Muss man nur einsammeln, die ganzen Pfeile. Oh, das da unten können wir so abhacken, oder? Wir könnten es aber auch abschießen. Weil es mehr Spaß macht. Wir suchen die Spinne doch, Mensch. Wir müssen ja jetzt nicht unbedingt irgendetwas bauen. Moment, wenn wir alle unsere Pfeile jetzt verschießen, dann haben wir ja gleich gar keine mehr. Die stecken alle in den Beeren drin, die
Kriegen wir schon. Ja, die Spinnenweben sind da. Oh. Was ist denn das da für ein schwarzes Dingen? Ach so, das ist ein Kabelbinder. Auch nicht schlecht. Der wächst doch ein in den armen Baum. Oh, das sind keine Spiderlinge. Oh, oh, weg sind sie. Wir werden alle unsere Pfeile brauchen dafür, oder? Nee, ich glaube, jetzt sind wir ja besser. Mit Distelnadeln, ja? Nummer 1. Oh ja, hier fühle ich mich relativ sicher auch. Wo ist die zweite wohl? Hat sich versteckt. Ich glaube, hier waren wir noch nie. Hört das Kabel hier auf? Das... Wieso? Was ist denn das? Warum ist denn das unterbrochen? Überhaupt? Haben wir so ein Lockpfeil dabei, zufällig? Ja. Die lassen sich auch schon mal gerne von oben ab. So, Spinnen. Ah, hier aber glaube ich noch nicht. Das Netz da unten bewegt sich. Was wollen wir denn mit der Schaufel hier? Ach, die ist auf dem Boden. Wie ist sie da runtergekommen? Nee, hier war zu gefährlich, glaube ich immer. Ach, die ist runtergefallen vielleicht? Zwei, drei. Wow, Spinnenkiller. Ja, aber wenn die sich nicht bewegen, dann okay. Wenn die abhauen, so wie die da jetzt, dann ist es nicht okay.
das hat keinen Sinn. Die verschwinden und dann kommen sie wieder und dann... Ach, das... Nee, das ergibt keinen Sinn. Dann sind sie wieder regeneriert, wisst ihr? Wow, Moment. Große, kleine... Was ist da? Wer ist denn da? Vielleicht kommen wir jetzt zur Frisbee hier. Da ist doch keiner. Zum Vogelnest ein Ei schlürfen vielleicht. Oh, was ist denn das Schönes? Tatsächlich, hier waren wir noch nie. Aber Vorsicht, denn auch da könnte was Gefährliches lauern. Okay, wir gehen erstmal da gucken jetzt, haben wir es gesehen. Die Vogeltränke, tatsächlich eine Vogeltränke. Oh, wir haben frisches Wasser vielleicht. Raw Science. Oh, haben wir überhaupt Platz? Nee, haben wir nicht. Ja, liebe Welt da draußen. Da haben wir doch hier wieder was Neues entdeckt. Und es geht wieder weiter. Tatsächlich. Damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.